Moin zusammen und weiter geht's. Ja, ich war eben einmal nur im Hauptmenü, bin mit Plötze ein bisschen rumgeritten. Einmal ins Hauptmenü, wieder hier rein, dann mit Plötze von hier nach da. Und dann habe ich das Spiel nochmal komplett neu gestartet, weil ich dachte, nach der Meditation oder nachdem man einmal im Hauptmenü war, dann ist die Musik im Hintergrund wieder da. War aber nicht der Fall, deshalb jetzt einmal komplett neu gestartet. Geht auch direkt weiter jetzt, der Fall des Hauses Rücker. Finde das Anwesen der Familie. Ja, wir stehen direkt davor. Und jetzt gehen wir rein. Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meinte. Ein Stolperdraht. Das Monsterfallen aufstellen ist mir neu. Hier muss jemand sein. Okay. Geister der Vergangenheit. Ich suche den Hof. Problem gelöst. Überall Fallen. Ich muss aufpassen. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Da ist alles voll mit Hinweisen im Herrenhaus. Ich vermute, das ist dann die andere Quest. Die eigentliche. Autsch, scheiße. Eine Sprengfalle. Wer die vorbereitet hat, wusste, was er tut. Über den Controller geglitscht hier und schon ein bisschen eine Bombe geladen. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Ein Stolperdraht. Mit einer Armbrust von oben nach unten. Problem gelöst. Zwei sogar. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Ein Stolperdraht. Verflucht. Alter, das war ja wohl richtig knapp gerade. Gesehen gerade, ne? Pass bloß auf, Junge. Und da ist auf jeden Fall was. Robuster Scheunenschlüssel. Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Ja, wahrscheinlich die Scheune, ne? Vermute ich mal. Weiß ich natürlich nicht. Falle scharf machen? Okay, nee. Ich würde die andere gerne noch irgendwie. Da. Das ist ja gefährlich. Dann kommst du hier rein und kriegst erstmal zwei Bolzen ab. So, da hinten können wir dann jetzt rein. Hier liegen noch ein paar Fallen. Ach, guck mal, Schnellreise freigeschaltet. Das ist gut. Hier ist irgendwie noch was. Da. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Irgendwo direkt bei mir.
Nicht gesehen, ne? Einfach mal so lange rumlatschen, bis ich die Mine finde. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Hm, ein Stolperdraht. Problem gelöst. Kann ich da drauf? Keine Ahnung. Vielleicht übers Dach und dann reinflumsen lassen oder so. Auf jeden Fall beim Erkunden noch ein bisschen auf weitere Fallen achten. Egal. Da liegt was. Silikaniens. Kanonische Scherze. Ganz unten, weshalb die Zanguerbara sein Ebenbild auf Uhren und Kompasse gravieren. Kompanten heißt das doch im Plural, war ich der Meinung. Ein Tagebuch. Und ziemlich abgenutzt. Ein Tagebuch. Würde ich mal kurz lesen. Fain. Die heißen Sommertage sind dieses Jahr früher als gewöhnlich gekommen. Humbert ist unerträglich. Er wird wütend, wenn ich die Milchmädchen zum Fluss begleite. Er sagt, ich dürfe mich nicht mit den Bediensteten anfreunden. Aber was ihn wirklich verärgert, ist, wenn ich mit Jan und Fred spreche. Er behauptet, dass eine Dame vom guten Stand sich nicht mit Männern vom niedrigeren Stand abgeben soll. Dies würde seine rechtmäßige Autorität ihm gegenüber untergraben. Vielleicht wird er erträglicher, wenn die Sommerhitze vorbei ist. Die Langeweile macht mir immer mehr zu schaffen. Ich liebe meinen Bruder und ich bin froh, dass wir das Anwesen nach dem Tod unserer Eltern nicht verkauft haben. Aber manchmal träume ich davon, wie es wäre, woanders zu leben, mit anderen Leuten. Wir haben einen Gast. Er ist der Sohn eines Grafen irgendwo in der Nähe von Gorswelen. Eine Jagd brachte ihn in unser Gebiet und bat um Unterkunft. Oh, was für eine Freude. Endlich passiert was. Die Zeit ist gekommen, es zuzugeben. Ich liebe Roderick. Und ich habe das Gefühl, dass er mich auch liebt. Und hoffentlich freut sich Humbert darüber. Ich habe Humbert von Roderick und mir erzählt. Er wurde sehr wütend. Er sagte, diese Partie stünde außer Frage. Vielleicht kann ich ihn vom Gegenteil überzeugen. Humbert bleibt unerbittlich, aber ich werde die Liebe meines Lebens wegen ihm nicht aufgeben. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde mit Roderick fortlaufen.
Okay. Achso, das war's. Okay, dann ab nach draußen. Ja, guck mal. So, kann ich jetzt hier von oben durchs Dach nach unten? Scheint nicht so. Mal gucken. Schade, hätte ja sein können. Ja, machen wir einfach mal einen Abflug. Ach, okay. Reicht anscheinend, wenn man da am Rand hochspringt. Gut, ja, wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn ich es nicht bekommen hätte. Scheiße. Wo war die denn? Ich dachte, ich hätte hier jetzt alle. Das muss weggehen. Geister der Vergangenheit. Schauen wir mal rein. Irgendetwas stimmt nicht. Ein Stolperdraht. Problem gelöst. Ein Stolperdraht. Drei Armbrüsten. Problem gelöst. Zwei haben mich fast kalt gemacht. Die anderen kann ich jetzt nicht, oder? Na gut, eh. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Na, geh doch mal. Da ist ein Hinweis. Nebenan habe ich dann was zerrüttelt. Eine Art Dachboden. Ich muss irgendwie darauf kommen. Könnte gerade lang genug sein, um die obere Ebene zu erreichen. Mal sehen, was dort oben ist. Deine Reflexe sind langsamer geworden. Hoffentlich bist du nicht verletzt. Das waren meine Fallen. Leto? Ja, dich hätte ich hier niemals erwartet. Gehörst du zu ihnen? Wer ist ihnen? Für den Kaiser? Söldner. Für sich selbst? Kopfgeldjäger. Für mich? Gewöhnliche Hurenböcke. Nun, von mir brauchst du keine Angst zu haben. Ich habe von einer alten Frau einen Auftrag angenommen. Ich sollte die Monster hier vernichten. Das habe ich schon erledigt. Vergiss das nicht, wenn du dir die Bezahlung abholst. Wen hast du diesmal angepisst? Der Kaiser möchte mich loswerden. Ich bin schließlich ein unbequemer Zeuge. Seit ich Lok Muin verlassen habe, wollten mich viele umbringen. Jetzt weiß ich, was die ganzen fallen sollten. Bin vorsichtig geworden. Aus gutem Grund. Die sehen nicht wie verirrte Reisende aus. Das sind auch keine. Louis hat mich wohl verraten.
Louis? Ein alter Freund, auf seine Art. Wir haben vor einiger Zeit zusammengearbeitet. Louis hat mir das Haus empfohlen. Sind die Leute dort unten vielleicht nur durch Zufall hier? Eher fresse ich meinen eigenen Schuh, als dass ich das glaube. Wir müssen sie loswerden. Kommst du? Der wohl richtig arme, der Typ, ne? Natürlich helfe ich dir. Geh voraus. Haben wir einen Angriffsplan? Ja, Improvisation. Zieh dir auf seine Augen! Schade, ich wollte den Kram eigentlich noch einsammeln. Verdammte Idioten. Für Mörder sind die aber schäbig gerüstet. Das sind nur Späher. Wir wollten sehen, ob Louis die Wahrheit gesagt hat. Der Rest wartet sicher in der Nähe. Und dein alter Kumpel weiß bestimmt wo. Er war der Einzige, der wusste, dass ich hier bin. Ich denke, ich sollte mit ihm darüber plaudern. Könnte interessant werden. Das will ich sehen. Komm mit. Wenn zwei Hexer auftauchen, ist er sicher um einiges gesprächiger. Bleib in meiner Nähe. Den Ort findet man kaum, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Na, geht gleich los, Kollege. Geister der Vergangenheit. Ja, cool. Auf jeden Fall eine sehr coole Nebenquest. Bleib dich dabei mir, Geralt. Warte doch mal. Ich wollte den Scheiß hier einmal einsammeln. So, ein Brot aufgefuttert. Dieser Louis, ich bezweifle, dass er zu deinen besten Freunden gehört. Du weißt, wie es in diesem Geschäft ist. Abends trinkt man mit jemandem und am Morgen schaut man nach, ob man beklaut wurde. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war noch bevor Volltest sich aus dieser Welt verabschiedet hat. Louis war ein gesuchter Mann in Edirne. Es war eine große Belohnung auf seinen Kopf ausgesetzt und es gab kaum andere Aufträge. Ich wollte ihn schnappen und was verdienen. Ihn aufzuspüren war leichter, als einen Ertrunkenen zu töten. Er vergnügte sich im goldenen Gehängten, mitten in Hagel. Ich habe ihn geschnappt und gefesselt. Aber der Wachposten war bis zum Morgen geschlossen. So hatten wir ein paar Stunden, haben geredet, uns die Zeit vertrieben. Die Unterhaltung war so gut, dass ich ihn am Morgen laufen ließ. Und deshalb hast du ihm vertraut? Weil du dachtest, er schuldet dir was? Ich war dumm. Dummheit kostet. Aber Verrat kostet mehr. Komm schon, Plätze. Da steckt der Schatz. Okay. Fetter Baum hier. Den Schatz holen wir auf jeden Fall auch noch irgendwann ab. Banditenlager. Okay, scheinen aber gerade keine da zu sein. Da ist irgendwie auch ein roter Punkt im Haus. Ah, dann gehe ich einmal kurz gucken. Okay.
Kannibale. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Stufe 3. Na komm ran. Tschüss. Schon wieder komische Scherze. Ins Haus eingedrungen, hat die Leute umgebracht hier. Na, geht denn gar nicht mit da, oder? Gut, dann halt nicht. So, ups. Inventar, so. Ich würde einmal verbessertes Gift der Erhinken nochmal auffrischen hier. Komm schon, Plätze! Und weiter geht's. Da oben links, das sieht doch aus wie ein Fachwerkhaus, oder? Ja. Nee, ich bin hier schon wieder. Okay, cool. Denn ganz hin, ey. Ich dachte, wir gehen hier irgendwie in die Siedlung zum Butchern. Langsamer. Okay, hier links. Da vorne ist irgendwie ein Nest. Komm jetzt. Leto, hallo. Wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Ach ja? Natürlich. Wir sind doch alte Kumpel, oder? Wer ist dein Freund? Ich bin mal nicht. Geralt von Riva, Hexer. Noch einer? Gibt es in der Gegend etwa einen Großauftrag? Wollt ihr euch nicht setzen und was trinken? Mit Verrätern und Ratten trinke ich nicht. Ho, ho, ho! Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier auf meinem Gebiet. Arnold Westers Männer sind beim Herrenhaus aufgetaucht. Du hast als einziger gewusst, dass ich dort war. Sie sind dir doch schon eine Weile auf den Fersen. Hast du selbst gesagt. Vielleicht haben sie Wind bekommen. Mit deiner Hilfe. Du bist noch keine 5 Minuten hier und hast mich schon 2-mal beleidigt. Abschaum wie du ist keine Beleidigung wert. Vorsicht, Männer! Das sind Hexer! Hexer greifen keine Menschen an! Für dich mache ich eine Ausnahme. Oh, auf jeden Leg ruhig, oder du wirst verbluten. Sag mir, wo Westers Männer sind. Dann gebe ich dir was, um die Blutung zu stoppen. Sie sind nördlich von hier, in Lindenthal. Ich bin ziemlich neugierig. Wie viel bekommt man heute für das Leben eines alten Kumpels? Die Dinge
sind in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Wir sind mit den Schwarzen aneinander geraten. Eines Tages ist Vesta aufgetaucht. Hat die Hälfte der Belohnung auf deinen Kopf angeboten und eine Begnadigung vom Kaiser. Das musst du verstehen. So ein Angebot kann man nicht ablehnen. Ich verstehe. Hey, meine Medizin! Du musst verstehen, Louis. Leute wie mich verrät man nicht. Wir sollten zu Vesta. Ich gehe mit dir. Yay. Level 10. Hier gibt's tollwütige Hunde. Die fressen mich lebendig. Erbarmen. Wartet ihr, oder? Bastarde! Verdammt! Hier gibt's tollwütige Hunde. Die fressen mich lebendig. Erbarmen? Na? Oh. So, da hat er sein Erbarmen. Ich konnte ihn ja nicht anquatschen, um ihm irgendwie, keine Ahnung, Heilung zu geben oder sowas. Also wenn ich schwer verletzt bin, dann drücke ich mir einen Knödel rein oder ein Brot. Und dann ist ganz schnell wieder gut. Das war's dann hier. Dann mal rauf aufs Pferd. Arnaut Vesta. Nilfgaardischer Name. Aus Methena, glaube ich. Aber er hat überall vom fernen Süden bis zu den Drachenbergen gejagt und getötet. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Der Typ hat verschiedene Namen. So, da war ja was. Wir haben jetzt wieder einen Punkt zu vergeben. Das Wirken von Zeichen setzt Adrenalin frei. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Kasper. Manfred Kasper? Guter Name für einen Clown. Die er umgebracht hat, haben sicher nicht gelacht. Seine bevorzugte Methode? Zähne ausreißen, einzeln. Dann den Mund von Ohr zu Ohr aufschneiden. So werden säumige Schuldner in der nilfgaardischen Unterwelt bestraft. Okay, der Turm ist sowieso ein unbekannter Ort, da werde ich später dann nochmal hin. Was für eine Laufbahn. Von der Unterwelt an den Hof des Kaisers. Ja, Abschaum schwimmt meistens oben. Die Tür muss ich sowieso noch. Halte die Augen offen. Denkst du, dass sie wirklich hier sind? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig gehalten. Ich dachte, er steigt ab. Jetzt mache ich mal seinen Knappen. Und schöne Pferde. Die sind mehr wert als das ganze Dorf. Alter.
Arm ist dicker als der ganze Junge. Was ist in der Scheune? Hi. Habt ihr Besuch? Lauf zu deinen Eltern. Sag ihnen, dass sie alle Wertsachen nehmen und mit dir fliehen sollen. Verstanden? Gut. Gib das deiner Mutter. Lauf jetzt. Was war das? Eine Entschädigung. Bleib hier und misch dich nicht ein, egal was passiert. Halt dir die Ohren zu. Was? Den ganzen Spaß nicht mit angucken? Was war das für eine Explosion? Vielleicht ein Blitz oder sowas. Ruhe, alle miteinander. Leto von Guleta, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Lustig. Diese Lüge höre ich heute schon zum zweiten Mal. Das ist keine Lüge. Lebendig gibt sicher ein höheres Kopfgeld für dich. Ach ja, wie viel denn? Genug, um mir ein Haus in Kovir zu kaufen, wo ich herumliegen und bis ans Ende meiner Tage Obst essen werde. Nicht schlecht. Nicht jeder erfährt den Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist. Die meisten würden es vorziehen, dass keiner darauf ausgesetzt wäre. Aber was machst du hier? Mir das Leben leichter? Wir sind auf der Durchreise und wollten den berühmten Arnold Wester persönlich treffen. Ich fühle mich geehrt. Wie schade, dass wir uns nicht besser kennenlernen werden. Warum? Wo soll es denn hingehen? Nirgends. Ich werde dich gleich töten. Töten willst du mich? Dabei kennst du mich gar nicht. Dafür muss ich dich wohl bestrafen. Aber ich töte dich nicht. Ich schneide dir nur die Hände ab. Ich hacke all eure Hände ab. Eine nach der anderen. Bis ans Ende eurer Tage werden die Stümpfe euch an den Fehler erinnern, den ihr gemacht habt. Verflucht nochmal, du Armleuchter. Ich hab keine zwei Worte mit ihm wechseln können. Er hat mich provoziert. Wir haben keinen Streit mit dir, aber eine falsche Bewegung und... Und was? Du endest wie er. Was sagst du dazu? Ich will keinen Ärger. Ihr geht eure Wege, ich gehe meine. Kluge Entscheidung. Nehmt seinen Kopf. Dann nichts wie weg von diesem götterverlassenen Ort. Der Medaillon ist alles, was ihr braucht. Ihr nehmt gar nichts. Wenn ihr einen Beweis braucht, reicht sein Medaillon. Wir nehmen seinen Kopf. Du bist einer, wir sind drei. Aber in der Zeit, die ich bis hierher gebraucht habe, hat Leto 6 von euch niedergemacht, obwohl er einen Bolzen in der Brust hatte. Wie lange werde ich wohl brauchen, um euch zu töten? Ben, nimm das Medaillon. Der Kopf könnte verwesen, bevor wir am Ziel sind. Auf die Pferde! Wir reiten! Ja, die Argumente von Geralt sind echt, echt geil. Sangebarisches Gift. Da stimmt was nicht. Das sieht aus wie eine Puppe.
Du bist noch hier? Die hätten dir den Kopf abgeschnitten, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Dann warst du doch noch nützlich. Du hättest mich einweihen können. Wo bliebe da der Spaß? Findest du das lustig? Nicht so laut, Geralt. Ich bin gerade von den Toten auferstanden. Weißt du, an sangebarischem Gift kannst du immer noch sterben. Hast du das Gegengift? Satteltasche. Ich nehme es gleich, dann bin ich in ein paar Tagen wieder der Alte. Wozu denn diese Farce? Ich bin seit Loch Moin auf der Flucht. Viele haben mich verfolgt. Bin mal in einen Hinterhalt geraten, wäre fast gestorben. Deshalb wollte ich allem ein Ende setzen, für immer. Ich habe Vestas Bande gefunden und seinen Schützen bestochen. Den Rest kennst du. Okay, cool. Und wenn er dich verraten hätte, wie Louis? Ich musste es riskieren. Muss schon sagen, es hat sich ausgezahlt. Leto von Goleta ist tot. Diese Nachricht wird sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Jetzt muss ich nur noch verschwinden. Du könntest den Kaer Morhen erstmal abwarten. Mit deinen Freunden von der Wolfsschule? Nein, danke. Das könnte ein böses Ende nehmen. Sag ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden verstehen und dir genügend Freiraum lassen. Kaer Morhen, sagst du? Warum nicht? Muss noch ein paar Dinge erledigen. Aber dann breche ich dorthin auf. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Brauchst du was? Nein, danke. Alles in Ordnung. Dann sehen wir uns in Kaer Morhen. Bis dann, Wolf. Ja, cool. Das war die Quest. Geister der Vergangenheit. Genug ist genug. Sollte sie nicht abhauen? Zuerst kamen die Armeen, dann die Pocken. Jetzt der Hunger. Ja, nur wenn er sagt, Leto von Goleta ist tot. Ihr habt die Erscheinung gesehen. Wenn sich rumspricht, dass da einer rumrennt, der Monster schlachtet und Arme wie Bäume hat und eine Glatze mit Namen im Gesicht, wird die Wahl sehr schnell sehr eng, wer das sein könnte. Er neigte sich zu mir herüber und flüsterte: Buh! Gut, dann würde ich sagen. Lass mir Städte. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich gleich zurück zum Rückeranwesen. Auf dem Weg dahin reite ich vielleicht hier lang. Schau mir hier mal die Häuser an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Achso, das war Familienangelegenheiten, die Hauptquest. So, Nebenquest, der Fall des Hauses Rücker. Töte die Monster im Anwesen, kehre zu Dolores zurück. Okay, aber nicht jetzt, sondern gleich. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.